Moin Freunde und willkommen zurück bei HRS unterwegs mit. Ich habe eine sehr, sehr gute Nacht hier im Midtown Hotel verbracht und warte jetzt auf Christoph Magnussen, weil wir sind jetzt heute wieder unterwegs hier in Köln und ich bin echt gespannt, was noch alles passieren wird. Und das Beste ist, ihr seid dabei. Moin. Na, alles klar? Jo. Hast du gut geschlafen? Sehr gut. Perfekt. Sag mal, was fangen wir jetzt mit dem Tapir an in Köln? Ich würde sagen, wir holen uns einen Kaffee. Ich zeig dir mal ein ganz nettes Café hier und ein bisschen was von der Stadt. Okay. Die Ecken, die ich kenne. Wunderbar. Und dann geht's zum Termin. Perfekt. Die Richtung? Darum. Ja, dann nichts mehr los. Wetter passt ja. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Rheinseite Kölns, genauer gesagt im Café Heimisch. Das ist ein Tipp von Christoph und ich kann nur mal sagen, der Kaffee ist sehr, sehr lecker. Aber das ist natürlich der Hauptgrund, warum du hierher gehst. Du bist hier, weil du dich wohlfühlst und hier auch arbeiten kannst. Genau, ich frage eigentlich immer irgendwen, den ich kenne in der Stadt, was ihr empfiehlt. Und das Heimisch wird halt immer wieder empfohlen und du kannst ja in Köln sehr schnell irgendwo hinlaufen. Das ist das Schöne. Andere Rheinseite ist jetzt nicht so wild. Gehen hier rüber, sitzen hier gemütlich. Hier kann man arbeiten, sich zu einem Meeting treffen. Finde ich ganz angenehm, dass man nicht so alleine sitzt. Und ganz allgemein, was macht Köln für dich besonders? Ja gut, also das sind die Kölner. Es ist einfach nett hier, aber es ist einfach kompakt ist und das meine ich gar nicht negativ, sondern nichts ist weit weg. Also du kannst alles erlaufen. Ja. Und das ist angenehm. Und der Humor. Absolut. Einfach freundliche Leute. Absolut. Wir sind natürlich nicht nur zum Kaffee trinken hier, sondern Christoph hat noch viele weitere Tipps für uns, glaube ich, zusammengesammelt. Kannst du schon ein paar Ausblicke geben, was wir heute noch in Köln auf der Uhr haben? Ein paar Sachen. Wir haben auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Arbeit zu tun. Dann gibt es noch eine Keynote bei HRS. Da kommt ihr auch mit dazu. Aber da ich es auch wirklich mag, eine Stadt zu genießen, machen wir noch zwei Sachen, die mir wichtig sind. Wir gehen einmal eine Runde spazieren am Rhein, ein bisschen durch die Stadt. Und ich stehe total auf Kultur und Geschichte. Wir haben was sehr Cooles vor mit VR-Brillen. Hör uns, Franz. Wieso ist hier Inge auf Menge Perron? Das war das alte Köln zur Kaiserzeit. Faszinierend mit den Brillen. Was spielt denn generell für eine Technik und Technik überhaupt für eine Rolle für dich und für deine Firma? Also alles, was ich nutze, sind für mich Tools. Also egal, ob ich ein Handy nutze, VR nutze, künstliche Intelligenz, das sind alles Tools, die uns unsere Fähigkeiten erweitern. Und so bediene ich mich auch dem Handy. Das heißt, wenn ich eine App nutze, und das kann sowas sein wie die App, mit der ich Dokumente unterzeichnen kann, das kann VR sein. Es ist für mich etwas, wo ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu erweitern. So, für uns geht es jetzt weiter direkt zur HRS. Du wirst dort eine Keynote halten. Als Keynote-Speaker macht das Sinn. Was genau heißt aber das eigentlich? Also das ist ein Teil meiner Rolle, die ich im Team von Blackboard habe, denn eben auch Vorträge zu halten. Und hier geht es konkret darum, dass das Team von HRS, die weltweit verteilt sitzen, einen Impuls bekommen wollen zum Thema, was passiert eigentlich mit den neuen Arbeitstools, Veränderungen und so weiter. Und ich habe mir gestern im Zug überlegt, ich schmeiße das alles um. Und werde über das Thema Haltung sprechen. Warum die eigene Haltung in Zeiten von einer so starken Veränderung wichtig ist. Okay, dann nehmen wir jetzt Haltung an sozusagen und werden Christoph begleiten und sehen uns dann später wieder. Genau. Zwei Tage HRS unterwegs mit, in diesem Falle Christoph Magnussen, sind nun zu Ende. Das bedeutet für mich Dankeschön an dieser Stelle und vor allem endlich zurück in die Heimat. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt schon darauf, euch bald wieder den nächsten Gast präsentieren zu können, wenn es wieder heißt HRS unterwegs mit. Wer das ist, werdet ihr früh genug erfahren. Solange gerne hier unten Kommentare hinterlassen, diesen Kanal liken. Das soll es gewesen sein. Bis bald. Tschö aus Köln.